So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Wir spielen heute das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt schaut mal auf die Tabelle. Und Frankfurt hat schon zwei Spiele. Und wir haben erst eins und jetzt spielen wir trotzdem gegen Frankfurt. Das ist irgendwie strange. Naja, solange am Ende alle 34 Spiele haben, ist das egal. So, die heutige Folge kommt auch wieder später, weil mein blöder Husten immer noch nicht weg ist. Und solange der nicht weg ist, will ich keine längere Aufnahmesession machen. So, Müller spielt ganz vorne. Genau, mein Zuckisch ist verletzt und war mal eher mal Suarez. Aber Müller kommt ja nicht ganz raus, Pizarro kommt raus. Dann ja, macht man heute schon mal mit Suarez vorne. So. Dann starten wir. Das Ganze mal aufwärmen. Und dann sind wir gespannt, wie das Spiel gegen Eintracht Frankfurt so ist. So, jetzt mal kurz zum Upload von FIFA. oder zum Upload allgemein. Ich habe gestern, also für mich gestern, ob es jetzt für euch auch gestern ist, weiß ich nicht, oh, ganz knapp. Ich habe auf jeden Fall einen Upload-Plan von uns, also von unserem Kanal, auf Mediafire hochgeladen und ihn in unserem Kanal verlinkt. Also ihr geht jetzt auf unsere Kanalseite, also nicht jetzt, sondern wenn das Video zu Ende ist, dann geht ihr auf unseren Kanal. Und da sind doch dann beim Titelbild rechts unten. Also, mir schaut das Titelbild oben an, wo bei uns Fat Soccer Unit steht. Und dann schaut er rechts unten hin. Und da ist, das sind die Links zu Facebook und zu unserem Facebook-Account, zu unserem Twitter-Account. Und dann auch noch zu Mediafire, zu unserem Upload-Plan. Da könnt ihr den jederzeit einsehen, wenn es Neuerungen gibt, dann werden die da auch hochgeladen, also wird, beziehungsweise wird halt ein neuer hochgeladen und der dann verlinkt. Also damit seid ihr eigentlich immer up to date, was die Uploads angeht. So, Rode jetzt. Hier im Spiel. Frankfurt kommt erstmal. Aber verlieren den Ball. So, lahm. Auf Götze. Ich muss mal kurz individuelle Taktik einstellen. Habe ich nämlich in den letzten Tagen gemacht, dass ich mir da eine eigene individuelle Taktik erstellt habe. So. Alex Meyer. Ja, der war eigentlich letzte Saison ein rechter Überflieger. Was jetzt da bei der was die Tore bei der Eintracht angeht. Diese Saison ist der, glaube ich, aber noch nicht so aufgefallen. Also, mir zumindest ist der noch nicht so aufgefallen, aber da Thiago versucht auf Robben durchzustecken. Hat aber nicht geklappt. Sondern jetzt geht's schon in eine andere Richtung. Inui. Ja. Tanzt da am Strafraum immer noch umher, aber spielt dann den Fehlpass zu Götze und der verliert den Ball. Rosenthal am Strafraum. Dante hat ihn abgeblockt und dann hat's Neuer da. Sehr schön. So, Angriff, Aufbau, Überlarm. Ich kann noch mal kurz zu meinen ersten Eindrücken von FIFA bis jetzt sprechen. Außer Suarez schießt jetzt hier das Tor. Nein, schade. Schade, schade, schade. Wäre ein super Einstand gewesen für Luis Suarez. Mein erster Eindruck von FIFA. Ja gut, an der Grafik, ne, habe ich schon mal gesagt, kann man jetzt nicht so dermaßen viel ändern. Vor allem, weil die Konsole ja nicht mehr die neueste ist. Also das hier ist jetzt, ne, PS3. Scheiß Husten. Und der Pass von Inui, ich weiß nicht, ob der gewollt war. Schaut auf jeden Fall nicht so aus. Oh, aller weiß da. Ecke. Aber man merkt im Spiel die Veränderung zu FIFA 13 schon. Also, die ist auf jeden Fall spürbar. So, Suarez mit einem schönen Trick nochmal. So, und jetzt nochmal Suarez. Der zieht hier dreimal auf sich. Zieht den Ball dann zurück. Ich wollte eigentlich flanken,
So, jetzt kann ich flanken auf Schweinsteiger, aber. Oh. Naja, so schnell kommt der Ball doch eigentlich gar nicht, aber. Na gut. Trapp hatte auch nicht die beste FIFA-Wertung. Oh, was war das denn für ein Pass? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber das war. Ja, katastrophal eigentlich. Mitten in die gegnerische Reihe rein. So, Suarez. Ich weiß nicht, warum ich da immer Schmelzer lese, statt Suarez. Aber die Flanke gerade war nichts. Inouye. So, von Schweinsteiger gestört. Der Arm spielt nochmal raus auf Schweinsteiger. Der wäre da fast hängen geblieben. Aber der Pass kommt nicht bei Schweinsteiger an. So, und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Oczypka. Lahm stört ihn ein bisschen, aber kann den Ball nicht erobern. Oczypka immer noch, diesmal gegen Boateng. Hat's jetzt wieder zurück. Seitenwechsel hier auf Jung. Und Ribéry hat ihn. Ribéry hat ihn und komm jetzt. Ich kann keinen Steilpass spielen. Obwohl ich es gerne würde. So, jetzt. Götze. Götze, immer noch Götze, 1-0. Sehr schön. Ich finde den Torjubel so geil. Einfach sich hinfallen, lässt sich da einfach hinfallen. Sehr schön gemacht von Götze mit Effi ins lange Eck. Keine Chance für Trapp. 1-0. Wie würde ich FIFA bewerten bisher? Also, ich würde dem Spiel 4 von 5 Sternen geben, weil mir bei FIFA immer noch eine Sache fehlt. Und das ist eigene individuelle Taktik. Also nicht Taktikerstellung, sondern ja doch eigentlich schon Taktikerstellung. Also ich meine jetzt damit nicht die Aggressivität und so, die kann man ja bei individuellen Taktiken, ja, kann man sich eine individuelle Taktik erstellen, wo dann die Aggressivität und ne, alles so weiter da ist. Aber das meine ich nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel hier, wenn Ribéry in diesem auf dieser Position, oder das sollte vielleicht jetzt nicht spielergebunden sein, sondern eher positionsgebunden in einer Mannschaft oder bei einer Formation, dass man dann sagt, wenn er hier den Ball bekommt, dann soll jetzt in diesem Moment der Spieler, der auf der Stürmerposition spielt, soll dann im Moment, in diesem Moment in diese Lücke da starten. Und da ist Götze und da wäre fast das 2-0 gewesen, aber Trapp ist da. Ja, in dieser Lücke kann man jetzt nicht sagen, weil die Verteidiger immer anders stehen. Aber soll dann diesen Laufweg nehmen und so. Also das fehlt jetzt noch zur richtigen Taktikerstellung. Damit könnte man sein Team echt richtig gut managen. Also beziehungsweise ja, erstellen, kann man sagen, erstellen. Auf jeden Fall, es wäre sehr geil. Und solange FIFA das nicht hat, kriegt es von mir keine 5 Sterne. Das Spiel ist zwar sehr geil, aber das fehlt noch eigentlich. Absoluten Spitze. Ja, Götze. Kriegt den Ball hier nicht, doch kriegt er. Alaba, schwacher Pass auf Schweinsteiger. Aber der hat ihn nicht. Er hatte ihn. Und jetzt Boateng rasht ihn weg, aber zu weit für Schweinsteiger. Boateng hat ihn wieder, okay. Thiago. Götze und Thiago läuft ganz frei da rechts. Jetzt so, und jetzt versuchen wir mal was. Naja, Ecke. Kann ich auch kurz erzählen. Gut, ich habe schon, das war ein Ultimate Team im Pokal, da habe ich 5-0 oder so schon im Pokal geführt. Im Spiel geführt, meine ich. Und es war, die Nachspielzeit ist schon fast abgelaufen gewesen, also 90. Minute und Nachspielzeit war schon eigentlich fast rum. Ich kriege eine Ecke, dann führe ich die Ecke aus und kurz bevor der Ball in den Strafraum fliegt, pfeift der Schiedsrichter ab. Also, sowas habe ich auch noch nie gesehen, ganz ehrlich. Ich meine, die Leute im Strafraum sind, also die Spieler im Strafraum sind nicht mal zum Kopfball gekommen, weil der vorab gepfiffen hat. Also, das ist irgendwie strange. So, wir führen aber 1 zu 0 und Dortmund spielt nicht. Oh Mann, der Husten. Die, wollte ich beinahe sagen, Gesundheit. Was ist das denn? Oh. Oh.
Oho. Ah, gar nicht bemerkt. Ach, sehr schön. Dass man da jetzt einfach dann auf offensiv oder defensiv umstellen kann, so wie man es gerade braucht. Das ist geil. Das ist geil gemacht. Aber wie gesagt, ich habe euch gerade vorhin schon erzählt, was mir noch fehlt an diesem Spiel. So, Ribéry geht am ersten vorbei. Pass auf Suarez. Ah, der sieht da Thiago in den Raum laufen oder in die Lücke laufen, aber da war ein Frankfurter Abwehrspieler vorher dran. So, jetzt Götze mit, naja, verunglücktem Pass, kann man es nicht sagen. Da war halt einer dazwischen. So, Otschipka wird gestört von Robben. Robben nach vorne auf Thiago. Thiago. Mit dem Pass für Robben. Robben mit der Flanke. Nein, Robben mit der Flanke 2.0. Aber die bringt nichts ein. Aber Thiago erobert den Ball wieder. So, und jetzt versuchen wir mit Alaba. Naja, der hat eigentlich einen guten Longshot. Aber das war überhaupt nichts. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Aber Alaba ist auch wieder hinten und spielt einen katastrophalen Pass. Was war das denn? Der sollte eigentlich zu Ribéry vor. So. Alaba ist da. Also der ist präsent hier hinten. Thiago, Alaba wieder. So, und jetzt schnell nach. Alter, ist der schnell. Na, der rennt da seine Kilometer runter, ey. Alaba zieht nach innen. Na, ich wollte es eigentlich wie Götze vorher machen. Nach innen ziehen und dann ins lange Eck verwandeln. So wie es Robben ja in echt immer auf der anderen Seite macht. So, Suarez. Und der mit einem Schuss. Ja. Knapp am linken Eck vorbei. Ganz knapp. Frage ist, ob Trapp da noch dran gewesen wäre. So, Abstoß. Und den Kopfball gewinnt Dante zwar, aber köpft zum Gegner. Und da ist die linke Seite ein bisschen frei. Alex Meyer ist da. Alaba, ja. Ja, Schwegler. Jung. Ja, und ein Wurf für die Eintracht. So, wirft nach hinten. Den Namen habe ich jetzt nicht lesen können. Götze. Der mit dem Pass nach vorne auf Suarez. Suarez, oh Gott, der ist nicht schnell genug. Als dass er den davonlaufen könnte, aber Suarez mit einem klasse Pass auf Götze und der. Meine Fresse! Der war Trapp zwar noch dran, aber. Boah, den wollte ich eigentlich ins rechte untere Eck. Ja, ich weiß nicht, ob er da auch hingegangen wäre, wenn Trapp nicht da gewesen ist, dann, nicht da gewesen wäre. Dante Boateng. Ja, die stehen sich jetzt wieder selber im Weg. Alter, das kann sie nicht sein. So, Konter, Rosenthal. Rosenthal auf Alex Meyer. Und der sieht da vorne, scheiße, ich habe ihn auch gesehen, Aigner. Aigner wird abgegrätscht von Boateng. Lahm, raus einfach damit. Raus, raus, raus. So, wieder Spielaufbau. Götze. Suarez. Ribéry auf Götze wieder. Ah, steht keiner drin. Ja, ich wollte eigentlich zurückziehen und den auch noch ins Leere laufen lassen. Und wie viel Partien der Herr Trapp schon ohne Gegentor gespielt hat, ist uns scheißegal. Diesmal hat er eins bekommen. Wir wechseln mal. Und zwar, den haben wir eigentlich auf der Bank. Müller, Kroos, Shaqiri, also bringen wir mal Müller. Müller für Thiago. Im ZDM Javi Martinez und auf rechts holen wir Robben raus und bringen Shaqiri. Er kann da noch ein bisschen.